Es gab ja nicht nur eine neue Brille bei mir, sondern auch eine neue Kamera, die Canon EOS R. Drei Objektive habe ich mir dazu gegönnt, das 24-105 4.0, das 15-35 2.8 und das kleine 35er 1.8 Makro. Ist ganz gut für Streetfotografie, ist leicht. Wetter heute. Sonne, Sonne, blauer Himmel. Ja, ich habe die EOS R jetzt seit 3 Tagen, damit schon ein paar Fotos gemacht, ein bisschen gefilmt. Und es ist klar, es ist knapp 2 Jahre alte Kamera, aber ich finde sie gut. Objektive sind teilweise ein bisschen schwer, aber die vermitteln irgendwie das Gefühl, die halten ewig. Und das finde ich ja auch schon mal ganz gut, wenn das nicht alles zu leicht und klapprig ist. Und ein bisschen Gewicht ist, wie ich finde, beim Film auch gar nicht so verkehrt, um das einfach ein bisschen ruhiger zu halten. Ja, was mich auf jeden Fall total kickt, ist Autofokus. Ich komme von der Panasonic GH5 und ja, alle, die irgendwie sich mit Kamera und Videogeschichten beschäftigen, wissen, GH5 eigentlich super Kamera, gut, Micro Four Thirds Sensor, ist aber fürs Film, finde ich, ganz okay, aber was total nervt, ist Autofokus. Also gerade hier so in dem Stil, wenn man vloggt oder wenn einfach mal will, dass dein Gesicht oder ja, was auch immer scharf ist, ist es auf jeden Fall, finde ich, gut, einen funktionierenden Autofokus zu haben. Ich filme natürlich nicht nur mit Autofokus, sondern auch vieles manuell. Und die Anzeige hier in der Canon mit den drei Strichen, die sich dann übereinander legen und wo das dann grün wird, finde ich persönlich ziemlich gut. Gefällt mir fast besser als Focus Peaking. Ist ja quasi eine Geschichte, die farblich funktioniert und das Wandern der 3 Striche auf einen ist jetzt mal unabhängig, also kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen sozusagen ganz gut erkennen und ja, gefällt mir gut. Und natürlich, dass ich hin und her wechseln kann zwischen manuell und einem Autofokus, der seinen Namen auch verdient. Ich habe mir die Canon gekauft nach langer Überlegung, sind jetzt zwischenzeitlich noch von Sony ein paar neue Kameras rausgekommen. Die A7 S3 ist natürlich auch eine Macht. Aber was mir da überhaupt nicht gefällt, ist, das ist eine Videokamera. 12 Megapixel, das ist Fotos definitiv nichts. Also wenigstens nicht, wenn man mal ein paar große Ausdrucke machen will.
das sollte das schon wie so eine Canon R6, 20 Megapixel sollte das schon haben. Und für eine Kamera, die ihre Stärken natürlich, aber eben nur ein Video hat, sind mir dann 4000 Euro zu teuer. Und ich hätte das Gefühl, wenn ich unterwegs bin und mal zwischendurch Fotos machen möchte, ja, brauche ich noch eine Kamera. Oder ich nehme dann doch das Handy und mache damit Fotos. Das ist ja eigentlich nicht so sinnvoll, einer Hybridkamera, wie ich sie gern hätte. Die Idee ist eigentlich schon, insgesamt zu Canon zu wechseln. Ich würde mein ganzes Panasonic-Equipment mit allen Objektiven und der GH5 verkaufen und mir davon vielleicht einfach noch eine R6 kaufen. Das finde ich ein ganz gutes Bundle und ja, perspektivisch finde ich die neue C70 als Videokamera mit RF-Objektiven ziemlich geil, weil das bedeutet dann endlich nur noch ein Mount für Video- oder Sinne-Videokameras und Foto-Hybridkameras. Und ich kann erstmal grundsätzlich all meine RF-Objektive da dran bauen. Und mit dem Adapter funktioniert das natürlich auch mit EF-Linsen. Was mir ja ganz gut gefällt, ist, Fokus sitzt. Und ja, ich kann mich einfach viel besser auf die Story und das eigentliche Video konzentrieren und bin weniger mit der Technik beschäftigt.